willkommen zu diesem Video. Dieses Video wird das letzte Video aus meinem Zimmer und aus Deutschland sein, denn morgen geht's schon in die USA und in weniger als 24 Stunden sitze ich schon im Flugzeug und ich kann das selber noch irgendwie gar nicht glauben, aber ja, ich bin schon mega, mega gespannt und ich werde euch jetzt zeigen, was ich für ein ganzes Jahr einpacke und mitnehmen werde und ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns am Ende nochmal. Also, ich nehme einmal 5 Jeanshosen mit. Das ist eine blaue, eine schwarze, eine graue und noch 2 blaue mit Löchern an den Knien. Dann nehme ich noch 3 kurze Hosen mit in Jeansstoff, in blau. Ja, das sind einfach ganz kurze Hosen, weil wenn ich bei meiner Gastfamilie ankomme, soll es irgendwie 36 Grad oder so werden. Und dann nehme ich noch 4 Stoffhosen mit, also einmal meine Adidas Leggings, dann einmal diese kurze Stoffhose, diese und die hier. Dann nehme ich noch 1, 2, 3, 11 T-Shirts mit und die haben alle so einen kurzen Arm. Dann nehme ich noch 4 Tops mit und ja. Und wenn wir irgendwie Ausflüge machen oder so, habe ich hier noch ein Plaid mitgenommen und ein Jumpsuit. Dann nehme ich noch meine rote Adidas Jacke mit, meinen Nike Pulli, dann noch diese Jacke hier, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die wirklich mitnehme. Und meine Jeansjacke. Und ich nehme auch nur einen Pulli mit, weil ich mir in New York noch einen Hard Rock Pulli holen will. Und ja, 2 Pullis reichen dann erstmal. Dann nehme ich noch so verschiedene Schlafoberteile mit. Also, keine Ahnung, das sind so T-Shirts, die man irgendwo bekommt oder die einem nicht mehr gefallen. Und zum Schlafen geht das dann voll klar. Dann nehme ich noch 6 Schlafhosen mit. Also es sind einmal ganz kurze Hosen oder auch längere. Ja, je nachdem, wie kalt oder warm es dort ist. Dann habe ich hier noch 2 T-Shirts mit langen Armen, wenn es im Winter dann oder im Herbst dann auch mal kühler wird. Und ich nehme meine Mütze noch mit, weil im Winter soll es da oder kann es auch bis zu minus 7 Grad werden. Für schickere Anlässe habe ich hier einmal 2 schulterfreie Oberteile und diese Bluse. Und zu guter Letzt nehme ich noch meine beiden Bikinis mit und ein Handtuch. Aber dann muss ich mal gucken, ob das noch reinpasst. Wenn das nicht reinpasst, dann lasse ich das einfach hier. Dann nehme ich einmal meine Kosmetiktasche mit. Die ist schon ein bisschen befüllt, aber das meiste tue ich dann morgen früh noch rein. Dann habe ich hier einmal so Waschgels und Sonnencreme und so. Hier habe ich noch meine Schminke, aber da kommt halt auch noch was dazu morgen früh. Dann habe ich hier noch so Schmuck. Und hier habe ich in so kleine Flaschen Shampoo abgefüllt, also für Haare und Duschgel. Und da drinnen sind noch so Haarspülungen. In meinen Rucksack packe ich dann mein Abschiedsbuch ein, meine ganzen Unterlagen, die ich brauche, mein Portemonnaie, mein Tagebuch und mein Mäppchen ein. In meinen Handgepäckrucksack kommt dann noch meine kleine Kamera, mein Taschenrechner, meine große Kamera, mein Objektiv, dann meine Sofortbildkamera mit Filmen dazu. Und hier habe ich noch Polaroid-Bilder drin, mit denen ich dann mein Zimmer dekorieren will. Und auch noch andere ausgedruckte Bilder als Erinnerung. Dann nehme ich noch die ganzen Kabelchen mit von meinen ganzen elektronischen Geräten. Da sind aber noch nicht alle drin, weil noch voll viele Sachen laden. Dann kommt noch mein Laptop mit. Und hier sind auch noch Adapter für die Steckdosen in den USA. Außerdem nehme ich noch meine Vans mit und meine Flipflops. Und ein anderes Paar werde ich dann auf dem Flug anziehen, weil die, glaube ich, schwerer sind als die Vans. Also ich habe meinen Koffer jetzt schon mal so grob gepackt und meine ganze Kleidung reingepackt, aber ich glaube, ich habe das ein bisschen unpassend gepackt. Deswegen glaube ich, korrigiere ich das nachher nochmal, weil meine ganzen Gastgeschenke und so müssen da auch noch rein und meine Kosmetiktasche. Und ja, irgendwie sah das ein bisschen eng aus und ich habe das Gefühl, wenn ich das
so lasse, wie ich es gepackt habe, passt es auf jeden Fall nicht rein. Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich das gleiche nochmal ein bisschen umpacken muss. Aber packen ist immer so eine Sache, was, glaube ich, niemand mag. Deswegen, ja, trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.